Janik, mein Freund. Was geht ab? Was geht? Und wo gehen wir denn? Wir gehen jetzt erstmal nach Kaiserslautern trainieren und danach noch nach Frankenthal. Dann geht's los. Jetzt steht auf jeden Fall trainingstechnisch, denke ich, der technische Feinheiten an, an denen wir arbeiten, Platz und Training. Das ist generell ein Trainer, der super viel Erfahrung hat und für mich der beste Trainer. Und danach, wie gesagt, im zweiten Training machen wir Glockenwisch. Nach dem Training müssen wir diese Pakete abliefern. Ja, natürlich. Dass wir vergessen. Langsam, schnell, lang, kurz. Aber so kriegen, dass du immer wieder Position hast, zu handeln. Super! Ja! Bravo! Super! Oh! 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 Immer wieder fahren. Brutal los, brutal los, brutal los. Ja, genehmigt den Bogen. Beide Hände, so wie der Stuhl. Das ist diese Gedanke, kann man dazu. Wir wollen immer perfekt haben und komplex. Und geht nicht. Ja. Geht nicht. Das geht nicht. Weil machen wir das machen Fälle. Und dann nehmen wir nur geteilt. Alle so geteilt. Und dann zusammenmischen. Geteilt zusammenmischen. Und kommst wieder in die Linie. Danke, schlau. Bravo. Super. Bravo. Sucht ihr aus. Genau was, ja, hoch Körper, aus dieser Situation, hochspannen und Rumpf. Ja. Mach ich. Horvat zu Uli, jetzt bald sind 30 Jahre, wo wir zusammen gefeiert haben. Tja, du hast gefeiert und ich hab geschlafen. Bist du ready, Lena? Hast du ein bisschen geschlafen? Und jetzt geht's los, hä? Topfit und jetzt geht's hoffentlich. Wo fahren wir hin? Hab ich vergessen, aber ins zweite Training. A few moments later. Wir gehen jetzt nach Frankenthal, zweite Trainingseinheit für heute. Und wir machen ein bisschen Partnerübung, Sparring. Mal schauen. So Leute, jetzt sind wir hier in Frankenthal im Turnus Sports Club und wir machen Sparring, Technik, aber ja vor allem ein bisschen Partnerübung. Ja. Bin rein. Leon, du hast so eine Vorstellung, wunderbare Vorstellung hast du. Aber auch, nimm die Vorstellung, mental, was du hast, auch Gefühl. Fühlen. Stimmt. Weil dann müde bin, dann vergesse ich vieles. Ja. Aber hoffe, in dem Moment, wenn du fühlst, da ist alles Sicherheit. Ist wie beschützt. So, 1977 habe ich erstmal meine Schulter und meine Deckung benutzt, Risikodistanz. Erstmal, war ich 20.
In Mongolei, wenn ich selber was schreibe, war so toll, er schlägt Bombe und habe ich gespürt, da war ich schon so geile Gefühle. Geile Gefühle, haut Bombe und boom. Wer wird anfangen zu schreien? Ein und dann. Und dann besser. Zu dem reinlegen, ganz links, ja, ganz links. Wir haben eine Richtung gegeben. Da ging ich auch rüber. Der Bravo, auch. Ich sage, ja, gib's ihm. Sehr gut, Jose. Provozieren, Jose. Provozieren, ehrlich. Provozieren, Jose. Provozieren. Vorne, vorne, jawohl. Super, 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 spitze Seite. Super, Kinder. Alle Distanz, bravo Leon. Jawohl. Ärgerin. Ärgerin, vorne. Alles war in Ordnung, Leon. Jetzt zu ehrlich sein. Rein, ein bisschen laut, ein bisschen nasal, ein bisschen lügen. So, so würde ich sie abgewiesen. Beide. Lügen, unehrlich schlagen und bewegen. Ja, 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 ja. Super, super, abgewichst. Deutsche Herrlichkeit. So, bam, 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 bam. Aber linke rumänische. Kannst du gut gehen? Ich freue mich wirklich, dass du mich kennengelernt hast. Das Fazit des Tages. Ja, ein erfolgreicher Tag, denke ich. Also Schillagi-Training ist immer top. Dennoch war ich heute ein bisschen müde, hat man vielleicht gesehen. Ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen müde gefühlt. Gestern bin ich viel unterwegs gewesen. Aber ein guter, erfolgreicher Tag. Letzten Endes habe ich heute wieder das mitgenommen und gelernt. Ja. Spaß gemacht. Was macht Schillagi so besonders? Also Schillagi ist generell natürlich mega erfahren. Boxt von klein auf, war selber Top-Boxer. Olympiamedaillengewinner. So, von daher, das nimmt er natürlich mit und gibt sein Wissen weiter. Ja? Jemand, der das sein ganzes Leben lang studiert. Und was man auch noch dazu sagen muss, es gibt nicht viele Leute, die es dann auch an den Mann bringen können, also einem erklären können, aber Schillagi kann das perfekt, von daher. Top-Top-Mann einfach. Wie lange kennst du ihn schon? Wir haben schon bei den Amateuren zusammengearbeitet, auch schon sehr erfolgreich. Und jetzt, nachdem er offiziell sozusagen von den Amateuren olympischen Sport sich zurückgezogen hat, also in Rente gegangen ist, will er noch mit den Profis arbeiten und Gott sei Dank darf ich mit ihm arbeiten. Ja. So schön einfach, weißt du, was ich meine, mich einfach nur anzugucken, muss eigentlich schon sagen, oder? Wenn ich einfach nur ein bisschen posiere vor der Kamera oder sowas.